Jesus spricht, sind ein Ausdruck seiner konkreten Verbundenheit mit uns. Die Worte Jesu strecken ihre Hand aus, um das zu heilen, was in unserem Inneren verwundet und zerbrochen ist. Sie sind unsere Erlösung. Sie sind der Weg, der uns Zugang zum Wirkungskreis Gottes ermöglicht. Diese Sätze, liebe Schwestern und Brüder, fand ich in den letzten Tagen bei einem großen und bedeutenden Lehrer des monastischen Lebens unserer Tage. Und genau so sollen wir das Wort Jesu jeden Tag, zumindest jeden Sonntag, wenn er zu uns spricht, hier in der Heiligen Versammlung, genau so sollen wir dieses Wort annehmen, als seine ausgestreckte Hand, die uns heilen will. Heute müsste uns das ganz hellhörig machen, weil Jesus von etwas Neuem spricht. Ich gebe euch ein neues Gebot. Es gibt ja nicht wenige, die in der Kirche immer nach Neuem rufen. Ja, heißt es. Da müssen wir uns gar nicht anstrengen. Es kommt sozusagen von selber. Jesus spricht es aus und reicht uns seine Hand. Ich gebe euch etwas Neues. Ein neues Gebot. Doppelpunkt. Liebt einander. Achselzucken. Na ja, klar. Machen wir ja auch. Also einigermaßen wenigstens. Versuchen wir ja auch. So gut es geht. Nehmen wir diese ausgestreckte Hand, die uns ein neues Gebot gibt, heute, an diesem Sonntag, in dieser Stunde, jetzt, hier, heute, nehmen wir diese ausgestreckte Hand an, oder? Dann, bäh, kenne ich ja schon. Alles schon probiert. Mir fiel beim Nachdenken über die Neuheit dieses Gebotes, und ich glaube, ich habe Ihnen das schon einmal genannt, aber das schadet nichts, wenn wir das wiederholen. Vielleicht erinnern Sie sich auch nicht. Jedenfalls der Name ist hier schon öfter gefallen, Madeleine de Brel, die in den 50er, 60er Jahren geradezu als eine zeitgenössische Mystikerin in kommunistischen Armenvierteln gewohnt hat, in ganz gottlosen Städten. Und die eine Beobachtung macht, die immer wieder darüber nachdenkt, wie kann denn das Evangelium zu den Menschen kommen? Also, wie können Menschen auch bereit sein, diese ausgestreckte Hand im Wort Gottes, es ist die Hand Gottes, die Hand Jesu selber, wie können sie sie ergreifen? Und was ist darin die Aufgabe der Kirche, unsere Aufgabe als Getaufte? Sie sagt sehr selbstkritisch, wir verkünden keine gute Nachricht, weil das Evangelium keine Neuigkeit mehr für uns ist. Wir sind daran gewöhnt. Es ist eine alte Neuigkeit geworden. Der lebendige Gott ist kein ungeheures, umwerfendes Glück mehr. Er ist ein gesolltes, die Grundierung unseres Daseins. Wir geben uns keine Rechenschaft darüber, was Gottes Abwesenheit für uns wäre. So können wir uns auch nicht vorstellen, was sie für die anderen ist. Wenn wir von Gott reden, reden wir eine Idee, statt eine erhaltene, weiter verschenkte Liebe zu bezeugen. Wir können den Ungläubigen unseren Glauben nicht als eine Befreiung von der Sinnlosigkeit einer Welt ohne Gott verkünden, weil wir diese Sinnlosigkeit gar nicht wahrnehmen. Wir verteidigen Gott wie unser Eigentum. Wir verkünden ihn nicht wie das Leben alles Lebens, wie den unmittelbaren Nächsten all dessen, was lebt. Wir sind keine Erklärer der ewigen Neuheit Gottes, sondern Polemiker, die eine Weltanschauung verteidigen, welche überdauern soll.
Somit wäre es unnütz, anderen nahe genug zu sein und verstanden zu werden, ihre Sprache zu sprechen, gegenwärtig und wirklich für sie zu sein. Falls wir, auch wenn alle diese Bedingungen erfüllt wären, nicht selber zuerst die totale Botschaft wiedergefunden hätten, die wir empfangen haben und weitergeben müssen. Soweit Madeleine de Brême. Geht es aktueller? Geht es aktueller im Nachdenken darüber, warum wir als Kirche oft so lahm sind und so wenig missionarische Kraft haben, obwohl wir sie wie so oft beschwören? Oder vielleicht haben es einige noch gar nicht verstanden, dass sie beschworen gehört. Und der Papst möglicherweise, wie man hört, ein neues Dikasterium im Vatikan errichtet, zur missionarischen Ausbreitung des Glaubens für die westlichen Länder, wissen wir, wo wir inzwischen sind. Missionsland. Und das zu Recht. Kirche allerdings ist immer Missionsland, betritt immer Missionsland. Auch mit Strukturen, die wir möglicherweise bald hinter uns lassen müssen. Empfangen, damit wir Zeugnis geben. Und wir lernen aus der Situation des Evangeliums, wie das geht und wie es ganz konkret ist. Wir müssen uns die Situation vorstellen. Jesus sitzt mit den Jüngern zum letzten Mal zusammen. Das ist die Stelle unseres Evangeliums. Er hat ihnen gerade die Drecksarbeit gemacht, was in der Antike normalerweise niemand tut, höchstens die Sklaven, anderen die Füße zu waschen. Den letzten Dreck eben wegmachen. Das ist die Situation, die wir vorfinden. Und in welcher Situation, bei welcher Gelegenheit tut Jesus das? Nicht nur beim letzten Zusammensein. Das Evangelium sagt es am Anfang, als Judas gegangen war. Jesus wusste von Anfang an, dass es einer von diesen Zwölfen ist, den verrät und verkauft. Und als Jesus diese Worte spricht, die wir eben hörten, als er uns noch die Hand ausstreckt, weiß er, dass einer unterwegs ist, ihn um ein schnödes Geld zu verkaufen. Und er weiß, dass alle anderen, die da sitzen, abhaben werden. Keine zwei Stunden später. Dass sie ihn alle im Stich lassen. Und dem, der da gegangen ist, um zu verkaufen, mit dem hat er zuvor noch das Brot geteilt, wie der Evangelist berichtet. Das ist das Neue, liebe Schwestern und Brüder. Nicht, als hätten nicht vorher schon Menschen versucht zu lieben. Aber dass einer so liebt. Dass einer die liebt, und der Freundschaft und bei der Treue bleibt, obwohl er weiß, alle verraten mich. Judas, Petrus, die anderen Männer. Alle hauen sie ab. Keiner bleibt. So wie wir. Wir versuchen es ja immer wieder. Und dennoch gibt es immer wieder unseren kleinen oder größeren Verrat. Und dennoch, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander so liebt, wie ich euch liebe. Und dieses Einander erstreckt sich keinesfalls nur hier auf unsere Banknachbarn, sondern auf alle. Haben wir das zu Genüge versucht? In unserem ganzen Bemühen, up-to-date zu sein als Kirche? Aktuell zu sein? Hier ist der Punkt, liebe Schwestern und Brüder, wo wir neu werden. Wo wir als Kirche überzeugend werden. Wo wir als Getaufte, als Christin, als Christ glaubwürdig sind. Wenn wir beginnen, so zu handeln. Ich weiß die Einwände. Ich kenne das aus meiner eigenen Praxis. Manchmal denke ich dran, versuche es zumindest. Und dann geht es voll daneben. Es gelingt nicht. Aber auch das ist das Neue an diesem Gebot. Es gibt im Leben nicht nur die einmalige Chance. Wer Ihnen das erzählt, irrt. Wir haben es jeden Tag mehrfach. Immer wieder dürfen wir neu anfangen. In dem Versuch, einander zu lieben. Auch wenn wir vorher 100-mal gefallen sind, gescheitert sind. Wir dürfen wieder aufstehen.
Denn dieses Wort Gottes, das uns wie eine Hand entgegenkommt, richtet uns auch auf, zieht uns wieder auf die Beine, auf die Füße und sagt, probier's mal. Vielleicht hast du es noch nicht richtig, noch nicht gut genug, noch nicht intensiv genug probiert. Versuch es mal. Und wenn uns ein Versuch bei all den anderen Fehlversuchen gelingt, dann ist das nicht nur, dass wir einen neuen Versuch gemacht haben, sondern in diesem Versuch werden wir selber neu. Haben wir Anteil, wie das dieser geistliche Lehrer sagt, Zugang zum Wirkungskreis Gottes. Weil wir selber so beginnen zu handeln, wie Gott ist. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, sagt Jesus in diesen Abschiedsreden. Kurz auf diese Stelle zu Philippus. Wir werden das morgen an seinem Festtag noch einmal als Evangelium hören. Wer so handelt, wie ich es euch vormache, der handelt wie Gott. Und das ist das Überzeugendste, das ihr tun könnt in dieser Welt. Wie sagt es Jesus am Ende? Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Wir können uns viele Gedanken machen, wie wir das Erscheinungsbild der Kirche ein wenig aufhübschen. Wir drehen dann an Stellschrauben von Strukturen und von irgendwelchen Organisationsformen. Alles das wird umsonst sein. Von Jesus selber gibt es eine Hand, die ausgestreckt ist, die wir anfassen müssen. Das ist dieses neue Gebot. Wenn wir es versuchen, immer wieder neu, dann werden wir als Getaufte, dann wird die Kirche neu, dann wird sie glaubwürdig, dann wird sie österlich, weil sie eine Brücke schlägt von diesem Leben, von diesem bedrohten und oft genug schändlichen Leben hin zum lebendigen Gott, der Licht ist und Liebe, in dem es keine Finsternis und keinen Hass gibt. Zugang zu dieser Wirklichkeit zu bekommen, liebe Schwestern und Brüder, indem wir die ausgestreckte Hand Jesu ergreifen, indem wir das tun, was Jesus sagt. Das ist wirklich neu.